Sanitären? Oh, Körper. Junge, Körperdreck. Dieses Video hat Überlänge. Circa 40 Minuten, dennoch würden wir uns freuen, wenn ihr bis zum Schluss schaut. Gerne lasst ein Abo da und einen Kommentar. Kuss, Kuss, viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen bei diesem Video. Und das ist erst der Anfang. Seid dabei? So richtig ja. Fake-mäßig nachgesprochen. Hey, herzlich willkommen zu Tag 2. Wir haben Sonne, Sunshine, 19 Grad soll es sein. Weiß ich noch nicht, ob haben wir 19 Grad? Also jetzt gerade noch nicht, aber ich hoffe es. Beim Brötchen holen, einkaufen, alles erledigt. Er macht schon Fitness. Seid ihr auch schon am Start? Kein Bock. Ich hab erstmal gekackt. Schon hot. Der ist schon hot. Der ist auch so schlafen gegangen, Jungs. Ne? Das müsst ihr euch vorstellen. Der ist so im Bett gewesen. Sonnenbrille, Elbow-T-Shirt, die Cappy. Ich bin heute wieder, der Rainbow Man. Rainbow. Apropos, den Stuff gibt's auch bei uns im Shop. Und abchecken. Link in der Videobeschreibung. Natürlich. Selbstverständlich. Ja. Außer die Brille. Die ist von, warte. Die ist Blue Tomato, Alter. Die habe ich geschenkt bekommen. Ja. Vom Ella Skatepark. Ja, weil ich so krass bin, deswegen kriegen wir so eine Brille dann. Wie gesagt, komm Junge, hier. Ja. Anerkennung. Das war, glaube ich, eher, weil der so arm aussah. So, guck mal. Der hat kein Geld, komm, gib mir den mal eine Sonnenbrille. Gib ihm mal eine Sonnenbrille. Das ist genauso mit der Kleidung hier auch. Ja, ja. Komm, Junge. Junge, hier. Ich bilde mir mal ein, das ist, weil ich was ganz Besonderes bin, dabei ist es einfach nur, dass sie sagt, komm. Das ist so was. Komm, gib dir mal Stuff. Ja, danke, danke an Ella Skatepark, ne? Übrigens für die. Ja. Und du hast ja das T-Shirt, das du gestern an. Das T-Shirt, ja, genau. Ich bin ja gestern mit dem pinken T-Shirt schlafen gegangen und heute Morgen wach geworden. Mit dem hier. Ja. Ist das quasi. Hier heute mit Rainbow natürlich steht auch für Liebe. 100% warte. Liebe. Guck mal, warte. Was der macht, Alter. Der übt schon mal für sein. Für heute, Alter. Im Zirkus, ne? Im Zirkus hier. Training. Nee, siehst du übrigens aus, als würdest du gleich surfen gehen. Jo, heute gehen wir. Da gehen wir heute. Heute Abend noch einkaufen. Wir haben ein paar Spots hier. Prinz Elwood hat ein paar Spots für uns rausgesucht. Die klappern wir gleich ab und checken direkt mal ab, was abgeht. Hoffentlich vielleicht sogar mit Drohne. Mit Drohne, Marschall. Mit Drohne. So. Mal gucken, was ich weiß noch nicht mal, wo wir hinfahren. Ich weiß überhaupt nichts. Ich lasse mich überraschen. Der Name Prinz Elwood. Wir brauchen eine Krone. Der Junge braucht eine Krone. Richtige Anerkennung. Krone. Anerkennung für diesen Status, den er sich hart erarbeitet hat. Auf der Suche nach Prinz Elwood. Auf der Suche nach. Oh, ob wir ihn gefunden haben. Und was sonst noch passiert ist, das werdet ihr nie erfahren. Da, wir haben Prinz Elwood gefunden, Alter. Prinz Elwood ist wieder da. Fahr mal neben den. Da ist richtig viel passiert. Ihr wisst, wofür die Farben Rainbow stehen. Das ist alles. Das wird nicht gezeigt, das wird nicht ausgegeben. Wir lassen eure Fantasie freien Lauf. In dem Sinne, mal gucken, was euch so geht. Alter, ihr wisst, wofür Rainbow steht. Alter, kann ich gar nicht. Riech mal nur meine Hände jetzt. Riech mal meine Finger. Meine Kaka. Mach, dass du wegkommst, Doofy. Übrigens, ich bin noch getaped. Mein Knie ist immer noch. Ich guck mal, warst du gestern schon? Du warst ja gestern schon angeschlagen. Ja, ich habe mir jetzt eine Tablette, eine Ibo reingezogen, habe mich ordentlich eingecremt.
Mario hat mich noch ordentlich getaped, jetzt bin ich mal gespannt. Es ist besser als gestern, aber ob ich heute wirklich skaten kann, sonst filmen. Wir checken heute mal ab. Wir checken mal ab, was heute abging. Ja, wir leben einfach so in den Tag hinein, ne? Und gucken einfach mal. Wildes Skaterleben. Öken de Klöken. Herzlich willkommen in Belgien. 100% Liebe und Freiheit. Freiheit für jegliche Art von Sexualität. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, habt euch lieb, Skate for Happiness. Und richtig gut. Im Hintergrund weißt du, richtig gut. Riech mal mein AA. Schreit im Körper, weißt du? Anfang war schon aufgesetzt. Aber trotzdem fast. Hier sind viele Fliegen. Later. Aber scheiße, glatt. Haben wir noch einen richtig geilen Spot hier? Manipad.
Dann haben wir hier noch Brunnen, da haben wir da hinten so Holzkörbs. Dann haben wir hier, was auch ziemlich geil ist, ist halt mitten auf die Straße, muss man dann so ein bisschen aufpassen mit den Autos. Also ein kleines Gap hier. Ja, cool, man muss halt hier ein bisschen gucken. Der Boden sieht jetzt auf dem Video echt ranzig aus, ist okay. Ist halt ein Streetspot. Man kann drauf fahren. Okay, auf jeden Fall. Ein geiler Spot. Dann haben wir hier noch alles so ein bisschen eingewachst. Die Location finde ich eigentlich ziemlich geil hier. Aber wir sind ja fertig mit dem Spot. Ja. Wir sind schon fertig. Ja. Bleiben wir mal. Jetzt weiter. Ja? Gehen wir weiter? Next Stop ist... was haben wir, Prinz Elwood? Boah, die Tropfen, Alter. Schweiß, du hast hier Wasser reingeballert. Das war Schweiß, Alter, purer Schweiß. 100% Erotik. Ja, wir ziehen weiter zum nächsten Spot. Und mal gucken. Ist eine Überraschung. Überraschungsspot, der Prinz Elwood hat hier geplant für uns. Prinz Elwood hat geplant. Warte, ich glaube, ich habe was in der Pipeline. Schnell. Enttäuschend, der hat schon viel mehr eingeführt. Echt enttäuschend. Der war sehr enttäuscht. Kennst du das? Ja. Der denkt, boah, jetzt. Komm, wir ziehen weiter. Jetzt und dann nichts ist. Nur komm. Heiße Luft. Heiße Luft. Komm. Ziehen nichts zum nächsten Spot. Let's okay, go. Wir gehen weiter. Der Gemüse ist das. Heute Abend. Rauscht. Kern ist verschwunden. Ist in dem Gemüseladen verschwunden, wir wissen es nicht genau. Nein, keine falsche Unterstellung, vielleicht holt er sich wirklich Gemüse. Vielleicht kommt er hier gleich mit ein bisschen Radieschen oder sowas raus, man weiß es. Vielleicht braucht er heute Abend ein bisschen Nervennahrung. Radieschen. Weil er aufhören will zu rauchen. Radieschen in Belgien, das ist wichtig. Ah, ich weiß was. Boah, der Bro ist der Hammer, Alter. Cola? Digga! Der Junge ist der Knüller, weißt du für wen das ist? War das Red Bull? Das ist für mich, Alter, weil der Mainz heute Morgen leer gesoffen hat. Jetzt ist der extra. Aber meinst du, das ist für dich? Ich schwöre. Da bin ich ja mal gespannt. Weil wo ich vorhin Mainz getrunken habe, hat er mich ganz neidisch angeguckt und meinte schon, Alter, der auch gerne einen. Ich schwöre, der kriegt gleich richtig Küsschen, Alter. Warte mal, sag ihm nichts. Ich will sehen, ob der dir das gibt oder ob der das schon wieder. Jetzt geht dann vielleicht Geistesblitz. Ist ihm jetzt eingefallen, du wolltest auch einen Red Bull? Ach nee, der hat die Ampel gefunden. Der Junge hat die Ampel nicht gefunden. Einer? Oder drei? Ich schwöre, ich küsse deine Eichel, Alter. Oh, Junge, ich bin richtig... Geil, oder? Der Typ, Alter. Ich bin richtig stolz auf den. Der Hammer, Alter. Ich bin richtig... Alter, ich heute Abend im Bett, ich küsse dich wund, Alter. Der hat dir das wirklich gegeben? Geil, Alter. Ich bin, Hammer. Ich bin einfach stolz auf meine Jungs. Bin ich. Alter, da habe ich gar nicht mit gerechnet, ne? Ne? Du kommst um die Ecke. Ist ein guter Spot, oder? Alter, ist der sexy. Guck mal da, kannst du da in so Bällchen reintun und gegeneinander rennen. Mario hat das Geld. Back to back. Ich komm da hoch, Alter. So, jetzt willkommen direkt am neuen Spot hier. Zieht euch das mal rein. Mit dem Meer im Hintergrund. Yes! Mario ist auch schon ganz wild, Alter. Geil. Der Spot ist echt geil, ja. Mit dem Wasser, mit dem Hintergrund. Ist richtig geil, Alter. Hammer.
Das ist richtig geil, ne? Ja, das Ambiente ist cool, aber das hier, das Körb ist hoch. Mit dem Sand. Hat eine Special Atmosphäre. Ich habe da damals schon nur Northside und K-Grind dran geschafft, weil 50 komme ich da gar nicht hoch. Und ich muss mich ein bisschen entschuldigen, eventuell können hier ein bisschen Soundprobleme sein mit dem Wind hier. Deswegen entschuldige ich mich jetzt schon mal, falls da was sein sollte. Oh. Sei das Ding jetzt gut? Ja. Ja? Ja. Das Ding gut. Ich finde es super. So, den Nose-Slide, den machen wir jetzt natürlich instant first try, ist eine ganz klare Sache. Ja, hau rein. Let's go. Ja. Komm. Moment. Ich bin noch nicht ganz so weit. Komm. Gerade. Moment. Lass mich kurz. Man muss sich manchmal ein bisschen vertraut machen mit den ganzen Sachen. Man muss sich hier anschauen. Und das hat auch gefehlt. Ich wusste, da ist ein bisschen zu wenig Wachs drauf und der hat Telepathie einfach. Der wusste es. Prinz Elwood weiß natürlich. Das Geile ist, wir haben ja auch noch hier ein Gap, wo man hier über die Blümchen springen kann. Richtig geil. Hinten haben wir noch Treppen. Hinten sind auch nochmal drei Treppen. Halt direkt am Meer. Hinten hast du auch noch alles Gap-Treppen. Ja, ist schön. Ist halt viel Betrieb, ist halt Urlaubsort, ne? Guck, was der jetzt macht. Ja, schön. Sauber. Ja. Dann checken wir mal ab, was wir hier für Skateaufnahmen sammeln können. Viel Spaß. So, hey. Da waren wir schon im Weg. Soll ich hier einfach überfahren? Mach mal dein Instant hier. Nochmal Instant. Instant-Nudeln. No-Slide. Instant-Nudeln, Junge. Instant-Ein-Nudeln. Hast du drauf? War optimal. Hab direkt die Hose versaut. Optimal. Ja, Peak Skate Co. Was ist denn das hier? Das ist die ganze Scheiße an der Hose drauf. Ich sag nicht, dass das mein Fehler war. Das ist so blöd, mir da reinzuspringen. Das ist der Wachs schuld. Yeah!
wir ziehen weiter zum nächsten Spot. Aber dieser Spot, ey, wenn ihr in Belgien seid, kommt auf jeden Fall mal hier an den Spot vorbei. Es ist so ein geiler Spot hier, oder Jungs? Ey! Sind wieder alle im Film, weißt du? Der Spot ist geil, oder? Ja, mega. Das ist richtig geil. Lotzi, bitte? Der Spot ist Hammer, oder? Ja, ich kannte den ja schon. Ja, du kannst ja, aber der ist so geil, Alter. Mit dem, cooles, mit dem Beach, Alter. Ja. Dann hast du hier direkt den Spot vorne. Wenn ihr hier seid, ihr müsst vorbeikommen. Ich schwöre, das ist so geil. Hier hast du zwar mega viel Betrieb mit den ganzen Leuten hier zum Beispiel. Wie gesagt, viel los. Ja, und interessante Menschen. Ja, ist geil. Aber der, ey, komm vorbei. Ja. Ja, aber wir ziehen jetzt weiter. Du hast die nächsten. Prinz Elwood hat die nächsten Spot. Ja, Prinz Elwood hat schon hier der Guide. Und gehasselt Guide wird den ganzen Tag hier. Angekackt, ich hatte eben schon so aus meinem Schuh auf dem Sand. Ja, hatte ich auch. Aber das ist halt... Es gehört dazu. Da hat man ein bisschen Belgien im Schuh mit dabei, wenn man zu Hause ist. Kalifornien-Style. So ist es am Beach. So ist es am Beach. Beach. VIP. Wir sehen uns am nächsten Spot, oder? Ja. Wir gehen mal stark davon aus. Ich hoffe. Und heute Abend, also im Laufe des Tages, im Laufe des Abends, ja, so weit wird noch was ganz Großes passieren. Ja, so weit. Wir ziehen dann aber schon an. Heute gibt's noch nackte Männer. Boah, Alter, geil, ey. Unnormal, ey. Oh. Oh. Dunkel wird. Oh, bleibt am Start. Wir sehen uns gleich. Wir sind nicht autorisiert, die Drohne hier fliegen zu lassen. Ja. Dann kommt direkt Ordnungsamt. Ordnungsamt aus Deutschland extra. Nee, das Ding fliegt gar nicht mehr hoch. Da ist einfach eine Sperre drin. Du kannst machen, was du willst, das Ding fliegt einfach nicht. Schade, hätten wir Drohnenaufnahmen. Egal. Ja, geil gewesen. Ein andermal. Spot hier, ne? Gott, war richtig cool. Ja. Aber wir ziehen direkt wieder zum nächsten. Der hat richtig abgerasiert hier, Alter. Guck mal, direkt. Das war eigentlich der Einzige. Ja, die Bank, Alter. Muss man auch mal. Aber die Bank habe ich, nicht gesehen. Was die Bank war cool, aber die war lass mich überraschen, Alter, wie eine Wand. Bei den Aufnahmen. Ja, ich auch. Ich bin selbst gespannt. Wir gucken. Wir gucken. Aber guck mal, Alter, da hinten. Direkt die nächsten Marmorkörbs. Das ist alles so hoch, ne, ey. Das ist mega hoch. Junge.
Aber ist cool, Alter. Für so einen Rennclub, ey, ich könnte morgen wahrscheinlich nicht mehr laufen. Ich habe jetzt schon Probleme. Oh! Was ich ein bisschen krass finde, die Touristen nerven manchmal. Ja, das ist also kann sehr, man nicht sehr überlaufen. Ist halt hier auch ein Touristenstall, kann man halt nicht verhindern, aber ja, gut, da muss man immer mal ein bisschen gucken. Wir sind selber, genau. Ja, ja, man muss es mögen, man muss es ausblenden können. Also muss ich ganz ehrlich sagen, mir persönlich, mich nervt es gerade auch ein bisschen. Aber das ist halt in den Streets von Belgien. Hier. Wassergap hier. Dann hier noch ein Gap. So, jetzt hast du deine Manual Skills hoffentlich gerade aufgeladen. Kannst direkt weitermachen hier. Weißt du auch? Hier geht es um alles. Oder das Gap hier. Alles oder alles. Ja, das Gap finde ich auch cool. Sieht cool aus, ne? Cool, so ein ganz kleines Rasengap. Ja, so ein Rasengap. Gap oder hier Manual. Was ist denn das hier überhaupt für ein Laden? Komm, in einem Museum oder sowas. Ich glaube, da ist der Skatepark, ne? Ja, ja, dahinter ist der Skatepark. Also. Stimmt, wir haben dahinter noch einen Skatepark. Haben wir noch. Aber da keine Ahnung, wie der ist. Geil. Checken wir mal ab. Sollen wir ein paar Skatenaufnahmen? Langsam. Sag was in die Kamera flüstern. Der Junge war zu lang. Ja. Hat er den gestanden und die Mülltonne war davor. Böse Mülltonne, böse Mülltonne. Der Prinz ist gefallen! Der Prinz ist gefallen! Es lebe, lang lebe Prinz Elmut! Es lebe Prinz Elmut! Bleiben voll steil. Und dann so. Komm! Yes! Sauber! Deiner. Eine war, ey. Nein, so vielleicht zu belohnen, weißt du, für den Kopf so. Mann, Alter. Soll einfach nicht sein, heute. Immer die letzten 15 cm. Soll nicht sein. Gott weiß warum, Alter. Wir jetzt einfach den. Okay? Statt aus Wut langsam hier. Ich bin ein Spasti, holt mich hier raus.
nicht mehr rein, ich komm nicht mehr raus, Alter. Bord rum, Alter. Schief, Alter. Guckst du auf den Körper, Alter. Da ist doch irgendwas verkehrt im Kopf, immer, ja? Ja, wie? Wie, Alter? Ey! Ey! Komplett alles voll mit Scheiße. Alles voll. Es ist alles voll. Wolltest du mich dazusetzen? Ja, ich hab grad schon gesagt, da macht er jetzt ganz viel Spaß hier, ne? Weißt du, so nach dem Motto, hey, Digga, hab ich grad Skateboard fahren verlernt oder funktioniert das nicht? Ja. Das, ich weiß, was du meinst, ich kenn das. Das denke ich mir gerade auch, hast du es verlernt? Ja. Ist das so dumm, Alter? Ja, deswegen, weißt du, so diese und Backside 50, weißt du selber. Ja. Aber komm. Okay. Belohn dich mit dem Backside 50. Noch 5. Heißt noch 10. Wahre Worte. Also so mache ich das. Das ist eigentlich ein guter Trick, aber funktionieren tut er danach meistens sowieso nicht. Weißt aber du, dann hast du gute Stimme. Aber dann weißt du auch keine Depri wieder, dass du halt ja noch Skateboard fahren kannst und nicht denkst, ey Digga, ich kann kein Backside Kegrind an so einem relativ niedrigen Curve. Jetzt argumentieren. Der Boden, come on, Alter. Der Boden ist scheiße. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Curb ist absolute Scheiße. Brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. So, wir sind, wie viel haben wir überhaupt? Wir haben jetzt 5:05. Wir haben 5:05. So, wir sind heute Morgen 6 Uhr aufgestanden. Also ich nicht, aber andere. So, das Frühstück liegt, sagen wir mal, 8 Stunden zurück. So, das ist alles in einer Kombination. Das sind alles Punkte, die dir nicht in die Karten spielen. Man ist müde, Füße tun weh. Das sind 7 Punkte oder 8 Punkte, die du jetzt einfach nennen könntest, warum dieser Trick nicht funktionieren kann. Und genau das ist der Punkt, Alter. Das sind alles billige Ausreden, Alter. Mein Kopf ist extrem heiß. Du weißt überhaupt nicht, was ich gerade erzähle, Alter. Ich glaube, du bist voll dehydriert, Alter. Jetzt kommt die Farbe wieder langsam. Machst du jetzt noch 3? Ich nehme das jetzt, ja Mann. Ich nehme das nicht als Aufreden. Ich will das nicht so stehen lassen. Ja, absolut. Ich habe auch total, du fühlst dich in meinen, kennst du das? In den Mundwinkeln. Ja, ich habe auch nichts mehr, das ist ja genauso gerade. Wenn du da lang legst und du merkst so weiße Knubbel. Ja, geil. Ey, Junge. Und denkst, geil, und du wischst ab in deinem schwarzen T-Shirt und hast hier alles weiß. Ja. Da steht doch noch mein Wasser. Ja, gib ihm das mal. Das ihm ist ja einfach. Gib ihm das mal. Gib mir mal Wasser. Das ist, weil, das kommt natürlich auch nur, wenn man so viel Scheiße labert auch. Das ist kein Vlog mehr, das ist hier Krieg, Alter. Das ist, das ein ist Film, Krieg, Junge. Das hier ist, ey, Krieg gerade. Da machst du kein Vlog draus, da machst du einen Film mit. Echt, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau. Was jeder weiß, du hast eine bestimmte Zeit am Tag, wo die Leiste halt voll ist. Verstehst du? Die Leiste ist voll. Ja, die haben voll. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, dann ist die Leiste einfach leer, komplett. Und dann fängt es eigentlich an, dass du sagen musst, okay, ich komme morgen wieder oder übermorgen oder in einem Jahr oder im Monat, ist egal, aber nicht mehr heute. Aber ich habe mich jetzt so darauf festgefahren, dass ich das machen muss. Für die innere Ruhe. Gibt es überhaupt zu essen heute? Meine Augen brennen. Herzlich willkommen bei diesem Video. Und das ist erst der Anfang. Boah, wie ein Aber weißt du? Gar nichts. Weißt du warum? Weil du mich gepackt hast, Digga. Das ist jetzt einfach geschafft. Leck mich am Arsch. Eine Ewigkeit später. Künz ist am Strand, macht Platz. Königliche Teppich, damit der Prinz nicht. Today.
Meter. Boah, guck mal, wie. Guck mal, wie. Kötter, hör mal, da kannst du. Ich glaube, du kannst einfach durchs Meer laufen. Nirgendwo. Junge, das ist kalt, das ist richtig kalt. Boah. 1:1 Hesselhoff. Kevin? Oh, Körper. Junge, Körperdrecks. Und wie ist, Junge? War schön? Oh, ja. Ja? Die Buchse, Alter, wie die hängt. Bist du denn zufrieden mit der Leistung von den Jungs jetzt? Ja, absolut, absolut. Starkes Ding auf jeden Fall, aber gut, ey. Stark. Wie wir es besprochen hatten, geradeaus durchgezogen, rein, nach dem Ding. Umgedreht, ich weiß, ich fühl mich echt, also meine Beine und auf direkten Wege wieder rausgekommen. Also besser kann man es nicht machen. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Mario wieder reingespielt. Absolut. Das letzte Wort geben wir natürlich an den Prinzen. Ihr wisst, nach dem Prinz kommt der König. Das bin ich. So, das war es jetzt erstmal mit diesem Part. Was passiert heute noch? Der Tag ist bald um. Passiert noch was? Wir essen, aber das braucht jetzt keiner zu sehen. Nee, wollen wir nicht zeigen, was wir speisen, wie fürstlich wir speisen, was der Prinz für uns vorbereitet zur Verfügung gestellt hat? Nee, ich würde sagen, wir gehen einfach morgen skaten. Und dann rocken wir morgen. Mal gucken, was morgen abgeht, würde ich sagen. Also ist das jetzt Ihr Schlusswort für heute? Ist das Schlusswort. Hier ist so. Sicher? Hier ist geil, Alter. Wir sind am Strand. Hier kann man. Hier ist geil. Ja, stimmt. Vielen Dank fürs Zuschauen. In diesem Sinne, wir verabschieden uns ohne Worte. Genießt einfach mal kurz hier. Den Ausblick hier. Und ja, in dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Hoffentlich. Bis morgen. Seid ihr immer noch da? Ich dachte, ihr habt ausgeschaltet. Mach aus. Ist okay. Lass es einfach. Lass los. Wir sehen uns morgen. Danke. Tschüss. Ist okay. Mach aus.